Gut, dann geht's jetzt mal hier weiter. Open Mic mal aus. Und, ups, wir haben 0-0 Bone Doctors gegen SCA. Das geht ja schon relativ früh. Mal schauen, ob ich die komplette Zeit hier verbringen kann. Oder ob das nächste Spiel dann irgendwann gewinnt. Wenn ich dann hier fertig bin, werde ich dann auch mal... Mal schauen, ob da noch was anderes ist. Gleich, wenn irgendwie... Wenn hier nichts passiert, denn ich glaube, hier oben passiert ein bisschen Action. Schöne Cask. Und einiges an Harris von dem Witch Doctor, der hier rauskommt. Ja, wir haben SDA... Muss ich gleich mal gucken. SDA steht für... SDA, SDA, das Ding da... Señores del Apocalipsis. Also die Herren der Apokalypse gegen Bone Doctors. Und ja, ich bin auf jeden Fall... Ich weiß, dass Bone Doctors da mehr sind. First Blood von schönen Lift into Spin. Ich weiß, dass Bone Doctors auf jeden Fall ähnlich wie die Chosen Ones eben waren. Von daher wird es hier definitiv ein spannenderes Spiel als das letzte. Wie es den Anschein danach hat. Okay, das war ein Bug. Wir haben hier fast Sir Waterlot, der eine Regen-Runde findet, der lucky Typ. Das freut den Faces Void doch sehr hier. Muss jetzt aber aufpassen, Stormbolt ist verfügbar und eine relativ große Creephift, den er angegriffen hätte. Ich glaube, da hätte sich der Stormbolt auch einfach wegen dem Damage gelohnt, den die Creephift dann ausgelöst hätte. Aber klar, dass das kein Kill war, war ihm schon klar. Der Sprung war immer noch vorhanden. Time Walk, von daher ist es hier weiter. Auf der Top-Lane könnte es eventuell... Ups, Juggernaut muss hier aufpassen, dass er von den Draw nicht so weit geslowt wird und da zu viel Damage nimmt. Ja, die Supports sind nicht da. Jetzt sind sie da. Mal schauen, vielleicht wird jetzt ein Go gemacht. Andererseits ist Zalok auf dem Juggernaut sehr low. Muss mal gucken, Witch Doctor kommt jetzt hier rum, findet Rubik, aber nee, nichts passiert. Sven und Void bashen sich hier ein bisschen die Köpfe ein. Und... ja... Mal schauen, was hier so weiterhin geht. Dann nehme ich mir jetzt mal kurz die Zeit. So. Dann wieder hier drin. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben in Last Hits, sind die Bone Doctors doch, whoops, extrem weit vorne. Was natürlich daran liegt, dass auf der Top Lane doch die Top Lane relativ gut läuft gegen die Dual Lane natürlich. Klar, von den Apokalypsen, von den Senioras. Und die Bot Lane, ja, Void kriegt doch tatsächlich ein paar Last Hits. Ist jetzt bei 14 Last Hits nach 5 Minuten, was relativ viel ist. Für Offlane und fast am Sven dran ist. Somit Bone Doctors farmen doch relativ weit mehr. Auch die Levels von den Supports sind doch relativ weit vorne, muss man schon sagen. Viper ist das Level 6, von daher könnten wir hier vielleicht ein bisschen Aggression sehen. Viper gegen Silencer ist doch ein Lineup, was mit zunehmender Zeit doch die Viper ein bisschen favorisiert. Im klaren One-on-One ist es vielleicht ein bisschen was anderes, aber jetzt hier Mecha schon. Oh, Mecha fertig. 6 Minuten Mecha. Wow. Farm von Dr. Tomahawk ist doch hier sehr, sehr gut, muss man dazu sagen. Ja. DD-Rune unten. Seniores sehen das. Viper ist hier sehr aggressiv. Muss gucken, ob sie den Viper-Strike rausbekommt oder einfach so weiter harassed und. Na, okay. Wurde geblockt. Keine Boots auf der Viper. Kein Wunder, dass das Ding von 6 Minuten das Mecha fertig ist. Versucht hier die Last Hits für das Mech zu bekommen. Und pusht hier doch sehr stark den Tower. Sehr aggressiv auch weiter vorne. Wenn da ein paar TPs kommen würden, könnte das sehr schnell böse für die Viper enden. Klar, sie ist relativ tanky, aber 2 TPs von den Supports da rein
wäre es schwierig. Andererseits, wenn Void doch so aggressiv mit einer Krone hier den Sven einfach diven kann und killen kann, auch nach der Krone noch, und sie wissen, dass oben die Supports beide, oder der eine Support beschäftigt oben ist, ist halt nur Scarif Mage, der missing ist, und da konnte Viper natürlich sehr aggressiv sein. Er wusste hier, dass er den Silencer zurück zum Fountain getrieben hatte, hatte damit keine Probleme, in den Tower zu diven. In Retrospekt und so. Whoops! Und da ist der Arcane Bolt gefolgt. Ich dachte schon so, okay, wenn Void so weit hinten ist, passiert da was, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, Bone Doctors Support smoken nach unten, Spin ist draußen. Werden wohl, ja, versuchen beide zu bekommen. Aber werden wohl nur die Draw bekommen. Klar. Draw war in dem Sinne tot, sobald der Spin und Billig aufgetaucht ist. Von daher hat Fever hier auf dem Rubik versucht, noch ein bisschen mehr zu bekommen. Dachte, den Lift zu bekommen, aber ja, war nichts zu machen. Ich glaube, Silence ist raus. Okay. Ups. Ist auch, ja, auf jeden Fall sehr schön gemacht hier von der Viper. Ich glaube, Silence ist zu Ende gewesen und dann halt instant den Viper Strike rausgemacht, der das Last Word gebrochen hat und damit Double Kill für die Viper. Das lief nicht so toll, jetzt kommt noch ein Witch Doctor rein. Je nach Bounces könnte das, ja, Rubik ist da, um sich den Kill zu stealen anscheinend. Whoops, das geht gerade vom Regen in die Traufe, oder wie man so schön sagt. Ich muss Sprichwörter üben als Caster natürlich. Das war nix. Ich hatte mich schon, so ein bisschen gewundert mit dem Global Silence. Wurde halt zum... Nein, nein, ihr fangt nicht an zu flamen, seriously. Mann, 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 ist da nicht ernsthaft irgendjemand dabei? Die Chosen Ones eben waren schön professionell und Bondock, das fangen hier an zu flamen. Das soll aber nicht passieren. Sorry, I would flame you. Not. Anyway. Ignorieren wir den Chat. Ignorieren wir den Chat. Wir haben auf den Graphen, ja, wie man schon sieht, der Networth hat tatsächlich zu Beginn bei SDA, von daher First Blood, ne, hatten sie nicht, okay, war nicht vorher da. Viper macht hier wieder ein Go, hat aber keinen Mana, um den Viper Strike zu machen, dementsprechend weiß er genau, dass er da nicht committen kann, denn wenn das Last Word kommt, hat er nichts, um ihn zu brechen. Der Viper vs. Void, tötet den Sven, könnte aber hier down gehen von der Cane Balls. Erster Cane Ball da... Jump ist nicht vorhanden, von daher wird er wohl wahrscheinlich... Oh, Backtrack den ersten. Hit den zweiten. Mit Strength Boots könnte er das überleben. Oh, hat... Mit Strength Threads hätte er es eventuell schaffen können. Besonders, wenn er hier weitergerannt wäre. Aber er hat natürlich den Silencer gesehen, der da kam. Wäre knapp geworden, das stimmt schon. Aber... UGC League... Ja, keine Ahnung. Jetzt kommen hier schon die ersten Tipps. Bonoctus sehen sich auf jeden Fall hier als Sieger. Klar, nach den Strats und so, also nach dem bisherigen Stand des Spiels sieht es so danach aus, ja. Aber naja, lassen wir es erstmal zu Ende spielen, würde ich zumindest sagen. Und schon wieder Global Silence? Warum? Mau. Wenn ich hier unten? Nee, auch nicht. Sorry, ja. Global Silence wird doch etwas verfrüht eingesetzt. Kann ich jetzt nicht so ganz verstehen. Keine Boost noch im Silence ist bitter, deshalb kein Wunder, dass die Viper halt so aggressiv diven kann und hier wirklich hintereinander her rennen kann und einfach nur Kills on Kills bekommen kann. Viper wird hier auf jeden Fall jemand sein, der unstoppbar wird, zusammen mit dem Juggernaut. Der, ja, 1600 Gold, 10 Minuten, Faceboots, Aquila. Mal schauen, ob er wahrscheinlich direkt ins Agas gehen wird. Tower ist hier down und whoops, da haben sie einen Scarif Mage gefunden, der noch den Deny versucht hat, aber natürlich nicht geschafft hat. Das war bitter. Derweil Juggernaut, Omnislash und Insta-Kill auf die Draw Ranger, die wahrscheinlich nicht mehr genug Leben hat, um mit vollen Leben den Omnislash zu überleben. Ich meine, es sind knapp 150, ne? Ja, 200 Damage. Stimmt, 200 Damage pro Hit. Und 600, ja, wahrscheinlich nicht. Wenn man per Zufall sehen kann, dass wahrscheinlich ein Blade Dance kommt, ja. Ist das ein Omnislash und Hit direkt? Und Sven killt hier den Rubik. Hat den Storm unten rausbekommen und dadurch einen Kill gemacht. Hauptsächlich, weil der Rubik nicht liften wollte. Oh, das auch noch. Schöne Bounces hier vom Lich-Ulti. Und jetzt muss aber die Viper aufpassen. Hat hier ein bisschen zu weit gemacht, die Bounces waren zu stark für die Viper. Geht hier down. Auf jeden Fall schöne Cast, die da ja,
Killing Spree wahrscheinlich, die Unstoppable Streak für 800 Gold bekommen hat, hat Scarif Mage auf jeden Fall jetzt Geld für die Arcane Boots. 4 zu 5 sind auf dem Board. Das dürfte zumindest die Goldkraft ein bisschen weiter hinbringen. 10.000 Gold nach 10 Minuten. Das ist schon bitter. Also, ja. Gold und jetzt auch XP. Nächster Tower geht down. Juggernaut hat Drums erstmal gekauft. Hat aber weiterhin 1.300 Gold. Bonk. Und, da hat der Juggernaut doch ein bisschen overextended. Hups. Ich glaube, Bondoctors haben halt für sich schon gewonnen. Sehr schön zu sehen, dass die Senioros das hier einfach mal ausnutzen und zeigen, dass sie halt nicht ein vollkommenes Noob-Team sind, sondern halt schon wissen, wie sie spielen, was die letzten beiden Kills auf jeden Fall gezeigt haben. Also sollten sich die Bondoctors noch nicht so throwbereit zeigen. Jo. Okay. Ja, ich sehe, habe jetzt schon den ersten, das erste Feedback bekommen, dass der Stream wohl etwas laggt. Was aber wahrscheinlich daran liegen könnte, dass es als Amateurcaster in Twitch noch keine Abstufungen gibt und Source-Qualität vielleicht ein bisschen hoch ist. Ich weiß nicht, ob es Twitch da was re-encodet, wahrscheinlich nicht, aber es sind 10 Mbit. Ja. Ich weiß nicht. Hier ist schöne Global Silence. Ups. Und schöne Cast, die hier eventuell sogar den Void töten kann. Boah, letzter Hit hat getroffen. Sehr schönes Witch Doctor. Die ist volle Duration und die Cask hat alles dazu getan. Außerdem, Chrono war noch nicht bereit. Bondoctors haben hier quasi einen weiteren Feed gemacht, dadurch, dass sie halt auch einfach reingegangen sind, ohne auf Chrono zu warten. Klar, sie finden sich so weit vorne, aber ja. Naja. Ja, ein bisschen Throne. Muss auch drin sein. Auf jeden Fall. Schauen, ob Juggernaut selber passiert. Nein. Der geht frühzeitig weg. Radiance of Juggernaut. Ach du Scheiße, okay. Ja. Aber naja, man sieht es auch in den Item Choices, definitiv. Immer auf die Items an sich gucken. Die Seniors haben jetzt immerhin das Mask of Madness auf Sven. Und Witch Doctor baut, keine Ahnung, vielleicht ein Force Death. Jo, auf der Seite von Bone Doctors haben wir halt den Juggernaut, der auf Radiance geht. Viper mit Mac fertig und bald, ja, in knapp 1000 Gold ihr Arganims fertig hat. Void geht. Okay. Void hat ein Armlet. Okay, kann man machen. Rubik hat nur die Boots und Lich hat auch schon entweder sein erstes Rezept für den Agas oder erstmal Force Death. Bevor ich jetzt hier alles verfasse, Rubik tötet Sven, Void tötet Scarif Mage. Das. Ja, das Witch Doctor Ulti hat knapp es nicht geschafft, den Lich noch mitzunehmen. Alles für relativ knapp dafür, dass es 20 zu 6 mit knapp 10.000 Vorsprung geht. Aber gut. Okay, Fever sagt mir gerade, dass es eben kein Flame war. Ja, er hat sich ja auch entschuldigt, aber naja. Nun gut, ja. Nicht ganz. Okay. Ich sag zu viel, okay, ne? Das ist mein. Schauen, okay. Schon wieder, okay. Okay. Faceless Void. Macht Roshan solo. Zumindest versucht er es. Hat eine Maske. Hat kein Lifesteal. Von daher glaube ich nicht, dass er das hier schafft. Oder er Arme toggelt das komplett durch. Aber mit Bashes sollte er dabei eigentlich auf jeden Fall sterben. Ja, meanwhile, Viper engaged hier. Kriegt einen Double Kill, aber stirbt gegen den Witch Doctor. Das ist nicht so toll. Ich muss hier wirklich zugucken. Ich kann hier nicht zugucken. Noch ein Bash und noch ein Bash. Ah, okay, geht er weg. Los, Roshan. Das ist fies, nein, das ist nicht. Los, Roshan, Bash. More Bash, jetzt ein Bash. Oh. Na gut, er versucht es wirklich mit Armlet-Toggling. Er hat auch sonst nichts anderes zu tun, ne? Aber gut. Kann man machen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt hier weggucke, werde ich davon überrascht, dass ein Pacers Volt gegen Roshan stirbt. Besonders weil er ungefähr noch 5 Minuten braucht, um Roshan down zu bekommen. Aber gut. Schauen wir erstmal auf der Top-Lane, die definitiv besser ist. Kask, Bounce, Bounce. Und schönes Witch Doctor-Team. Max Duration. Witch Doctor ist ja MVP, würde ich sagen. Torque 776. Auf dem Witch Doctor hervorragende Performance. 4 zu 3. Bei einem generellen Stand von 24 zu 8. Aber so langsam, weiß ich nicht. Ja gut, noch spielen Bono ein bisschen drumherum. Ich glaube, wenn sie da ein bisschen ein Go machen mit der Krone, dürfte das eigentlich kein Problem sein, für die das Spiel zu gewinnen. Wir sehen das auch in Last Sets weit vorne. Sogar die Supporter sind mit der Draw Ranger. Level muss sich nicht mehr nach Teams sortieren. Eindeutig. Das ist schon relativ krass. Aber mal schauen. In ungefähr 2 Stunden, wenn Faces Void mit dem Roshan fertig ist, wird wahrscheinlich der Push von Bone Doctors beginnen. Wahrscheinlich auf den Top Tower, den Juggernaut so schön weiter pusht. Radiance ist auch bald online. Nicht, dass es irgendwas, naja, bringen wird eigentlich. Och, Degen auf Licht heute. Und natürlich ist Licht heute die Hauptsache Kills. Natürlich. Naja, gut. Space Created haben wir den Tower hier bekommen. Für den Tower finde ich Ulti. Muss man zugeben, ist eigentlich ein guter Trade. Und Roshan geht down von Faces Void. Wer hätte es gedacht, dass er das doch noch hinbekommt? Oh Mann. What a game, what a game. Aber gut. Radiance für Juggernaut fertig. Viper sagt, hey, Aghanims, wofür eigentlich? Ich baue direkt mein Heart. Und ja. High Ground Siege beginnt. Perfekten Zeitpunkt für erstmal ein bisschen All-Chat. Warum nicht? Legit Bills. Radiance Jugger. Leute, Leute, Leute. Spielt mal euer Spiel zu Ende. Aber nein, mal schauen. Und. Knapp. Sven hätte es beinahe geschafft. Draw Ranger könnte hier. Ah, die letzte Cast. Wird leider. Ach, der Tower Shot. Tower Shot kam noch. Jetzt könnte aber. Ja, Hit Scarlet Mage Double Kill. Wait, Double Kill? Nein. Ach ne, okay, der Juggernaut ist vom Tower gestorben, dementsprechend kein Double Kill von Scarlet Mage. Und der letzte Silencer wird von der Viper gechased und wird wahrscheinlich auch down gehen. Sie können selbst die T4s nicht machen. Team Wipe für die Seniores und GG von den Seniores. Bevor die Viper wahrscheinlich noch. Ah, okay, hat noch ihr Mecker. Wird nicht down gehen gegen den Tower. Ja, sonst ungefähr ein Triple Kill, also was hätte er mehr in den Engagement. Ach du Scheiße. Ups. Perfekt fürs nächste Game. Ups, jetzt hätte ich beinahe die Leute fast zu lange warten lassen. Nee. Ist nicht das nur noch.